Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Spezialfolge. Innen, die ist jetzt nämlich eine neue Serie, die was jetzt hin und wieder sonntäglich auftreten wird, nämlich, ja, One of Sundays. Und ja, heute spielen wir eine Runde FTL, Faster Than Light, von Subset Games. Und ja, ich habe mir mal gedacht, da werden wir jedes Mal, jeden Sonntag halt so ein, zwei Spielchen machen, die was einfach, ja, so lustig da sind. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt nicht viel im Tutorial herum erklären, weil ja, ich werde einfach mal das Spiel so spielen, schauen wir mal, was passiert. Normal, weil easy ist, ich kenne das Spiel schon ziemlich auswendig, also wenn man da so schaut, ich habe schon ziemlich alles freigeschalten, bis auf das, was ja eigentlich nur Farmen ist. Und ja, das passt dann. Typ A, Typ B, Typ C. Das passt genau. Aber heute fahren wir mit dem Standardschiff und ja, der Kestrel. Ah, das Spiel ist übrigens auf Englisch, nur leider. Und ja, den ganzen Flavortext, den werden wir jetzt größtenteils überspringen. Und ja, das Ziel des Spieles ist einfach, so schnell wie möglich oder auch nicht so schnell wie möglich, weil eigentlich ist Farmen ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, zum Ende zu kommen und dann das gegnerische, wie nennt man das, Rebellenflaggschiff zu vernichten. Und ja, für das müssen wir da her zuallererst. Au weh, das schaut schon mal nicht gut aus. Die Karte gefällt mir überhaupt nicht. Ich sag's einmal so. Wenn man so. Ja, ich hoffe, das geht sich alles aus. Okay. Schon, sogar schon, das Spiel will mich jetzt schon ärgern. Auf jeden Fall ist das alles random, also dass da jetzt dieses Ding hier daherkommt, ist rein zufällig. Und ja, meistens die Slavers, also die Sklavenhändler, gerne mal attackieren, weil sie sind nervig. Pausieren kann man das Spiel auch. Und da unten haben wir die Waffen, ich stöß gerne auf Autofeuer. Und ja, in dem Fall Full Power auf das. Shots per Charge free. Okay. Also, drei. Ja, was? Probieren wir mal. Das da mal noch ändern, weil mehr Ausweichen ist immer gut. Komm schon. Damit. Okay. Das ignoriere ich mal vorerst, solange wir noch kämpfen. Ah, er hat das Dings ausgeschalten. Atem ist weg. Hast keine Dinge mehr. Oh, okay. Ja, in dem Fall nehme ich mal einen Aki dazu. Weil, ja. Es ist eine zusätzliche Person, die was Sachen reparieren kann und eventuell auch Sachen bemannen. Also wenn etwas bemannt ist, besonders die Engines oder das Waffensystem. Irgendwas habe ich gerade gehört. Na, gut. Oder das Waffensystem oder auch die Schilder, dann kriegt man da ein paar Boni wie schneller nachladen oder mehr ausweichen oder ja, schneller nachladen, habe ich schon gesagt. Oder überhaupt ausweichen. Ja. Ah, der Gegner brennt gerade down. Okay. Da könnten wir jetzt sogar direkt zuschauen, wie der ja, Chaos veranstaltet wird. Aber das bin ich gerade nicht so interessiert. Distress. Someone might need help. Okay. Dann fahren wir um. Ja. Vielleicht braucht ihr wirklich eine Hilfe. Coming from my small space station orbiting. Satellite Defense. Oh Gott. Das kann gut ausgehen, wenn man das richtige Equipment hat. Ich hab's nicht. Aber ich probier's trotzdem. Ah, oh, Glück gehabt. Da hat man, glaube ich, eine 50-50 Chance, dass was Schlechtes passiert. Aber es ist gut ausgegangen. Okay. Und Nebula ist, ja, das bedeutet im Prinzip nur, dass man weniger Sicht hat und so. Das ist eigentlich ein guter Deal. Ich persönlich bin kein großer Fan von Raketen, aber in dem Fall ist es ein guter Deal. Das geht sie aus, jawohl. Okay, dann damals. Intruders on board. Okay, das ist schlecht. Alle Dame, helfen. Okay, wie schaut's aus? Gewinnen wir den Kampf. Reinhardt ist der Erste, der was drauf gehen würde, wenn jemand drauf geht. Ja, das schaut bitter aus. Reinhardt, verschwinde mal. Du wechselst Position, dass der andere nicht attackieren kann.
Okay, alle down. Sehr gut. Gut gegangen. Glück gehabt. Ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Kampf, wie nennt man das? Ja, Kampfding. Allison war in die Weapon-Dinger, Kirby war da drinnen. Und du, Aki, musst noch geschwind heilen. Zum Glück kann man bei dem Spiel auch passieren, weil sonst wäre das ein bisschen sehr hektisch, aber ja, ich mache mal das Ding da. Und wenn es euch gefällt, dann würde mir natürlich selber Like oder dementsprechendes freuen. Aber ja, ich tue mal. Test für mich. 1, 2. Okay. Nice! Okay! Jetzt hat sich schon gemerkt, jetzt passiert was Schlimmes, aber. Ja, passt. Und sogar Plasma Storm hast. Nur die Hälfte der Power. Okay. Dann muss ich O2 zuerst einmal. Und ein Ding da mal weg und Engine, dass wir wegspringen können. Okay, und dann muss ich gleich pausieren. Yes, we shall respond. Aha. Ja, sure, das ist eine Quest. Okay. Nice. Okay. Wohin müssen wir? Da rechts oben. Ja, das liegt eh auf dem Weg. Da wollte ich eigentlich hin. Aber ich mache noch eine kleine Detour, bevor dieses böse Ding da hinter mir aufhört. Wenn ich da jetzt hinspringen würde, dann wäre das ein großes Problem. Und ja, überall, wo die Doppelrufzeichen sind, ist sowieso Danger Zone schlecht. Weißt du was, das wechseln wir. Artemis wäre nicht so oft verwenden. Also, Raketenwerfer, so muss ich eigentlich sagen. Oder Rocket Launcher, keine Ahnung. Pirates, okay. Attack the Pirate, okay. Los geht's. Schauen wir mal. Sie kennen vielleicht... Kennen Sie durch die Schilder? Ich glaube schon, ich glaube der schießt zweimal. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Glaub. Und die Small Bomb ist auch sehr ärgerlich, also das Ding da rechts. Ah, das ist zweimal, das ist ärgerlich. Trying to escape? I won't allow that. Artemis gegen Schild und dann... Sehr gut, gut gegangen. Oh yeah, okay. Mehr Sachen. Ich sollte nur erklären, was das alles bedeutet. Also die Dinger da, das da, erklärst du alles gescheiter. Amount of Fuel, also jeder Sprung verbraucht genau ein so ein Ding. Auf das müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn uns das ausgeht, dann kann es schnell zu einem großen Problem werden. Missiles, also Rockets oder Raketen oder sonst irgendwas, wie man es nennen will. Ja, ziemlich straightforward. Das passt schon. Und da haben wir Drohnenstücke? Drone Parts. Ja. Da wir derzeit keine Drohnen haben, werde ich das noch nicht herzogen können. Aber vielleicht werde ich irgendwann ein Upgrade für Drohnen oder sowas. Da wischen. Arrival Automated Scout. Okay, ja, na, da helfe ich mit. Power up my weapons. Okay. Ah, da ist zum Beispiel eine feindliche Drohne. Und die ist schon sehr ärgerlich. Weil die könnte mir ziemlich in den Arsch beißen. Sagen wir so. Wenn was Schlimmes jetzt passiert. Ja, das schaut schon mal nicht gut aus. O2 ist down. Artemis brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Okay, gut. O2 gleich reparieren. Das eigene Schiff müssen wir natürlich auch aufpassen, weil das ist ja unser Health da oben. Es sind insgesamt 30 Stücke, jetzt sind wir gerade bei 25, glaube ich. Und naja, wenn irgendwie das auf Null droppen sollte, dann sind wir halt kaputt, logischerweise. Aber und, ja, man kann alles mögliche ein- und ausschalten. Ich könnte jetzt, wenn ich möchte, einfach mal meine Schilder ausschalten oder die Engines ausschalten oder wieder einschalten, das ist alles kein Problem. Nice. Was ist ein Vessel? Nice. Okay. Und ja. Das 80 dort, das sind Scrap, unsere Scrap-Dinger, was sozusagen unser, wie nennt man das?
Deutsch, was ist Deutsch, das deutsche Wort dafür, also unser Currency, unsere Währung ist, ja genau, und ja, ich tue einmal anfangen, dass ich, was ich ziemlich gern mache, ist am Anfang ein starkes Schild haben. Ah, jetzt habe ich zu wenig Power. Okay, dann gehen wir eins weg von dem und ein Doppelschild. Weil, ja, jetzt haben wir zwei Schilder anstatt nur einem. Da haben wir Evade, Oxygen, alles ziemlich straightforward. Und ja, da kann man die Crew anschauen und ja, Waffen etc. Wir hätten sogar schon eine Drohne, aber kein Drohnensystem. Also können wir es nicht einsetzen. Also, kleines Problem ist aber nicht zu tragisch dabei. Vielleicht werde ich es auch verkaufen. Schauen wir mal. Oh, Sensor Station. Kann gut sein, muss nicht gut sein, aber mir gefällt sehr gut, dass der Gegner da durch mich nicht durchbrechen kann. Jetzt brauche ich gar keine Raketen einsetzen. Und weißt du was? Ich setze es einfach da ein, weil es wurscht ist. Braucht man halt vielleicht ein bisschen länger, aber wurscht. Weil, ja, unser Schiff funktioniert genauso wie das gegnerische. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das da vernichten würde, dann könnte ich nicht mehr verfeilen. Also, dann droppt das Evade auf 0, so wie da jetzt gerade. Und ja, das ist ziemlich cool. Oder er kann keine Waffen mehr einsetzen, aber in Senkfall ist es wurscht, ob er Waffen einsetzt, weil, ja, ich hab sowieso viel zu viel. Ah, da ist eine Quest um das Tor. Mhm. Aber zuerst zum Quest. Wenn es sich ausgeht, noch zum Tor, aber eher nicht. Oh, you find a ship being chased by a pirate. Ui. Rescue. You find a ship. Oh, also einfach nur den Pirate vernichten. Okay. Kann er mich vernichten? Jein. Er könnte es. Also gehe ich doch aufs gegnerische Waffensystem. Manchmal ist es gescheiter, einfach das Waffensystem vor die Gegner lahmlegen und dann die Schilde. Manchmal ist es genau umgekehrt gescheiter. Das kommt immer sehr, sehr drauf an, wo es jetzt gerade der Fall ist. Okay, jetzt da mal wieder das Schild attackieren. Und die Raketen kalte ich mir auf für einen Notfall. Dass irgendwas Blödes passiert. Habe ich jetzt alles bis auf einen verfehlt, was nur das Schild aktiviert hat? Ärgerlich. Okay. Schild ist down. Nice. Und wohin jetzt wieder? Ah, damit. Sehr gut. Das war perfekt. Genauso wie man das. Gehen wir wieder aufs gegnerische Schild und dann zögert man den. Das Home. Okay. Na, gefällt mir. Und wie gefällt euch FTL? Mir persönlich gefällt es gut. Also wenn ich gerade, weiß ich nicht, ein Stündchen Zeit habe oder so, dann schalte ich hin und wieder das Spiel gerne ein. Es gefällt mir einfach. Wisst ihr, was ich meine? Das hat was. Okay. Und ja, ui, das ist schwierig. Weil da kann alles schief gehen. Lift MB ist die einzige Safe-Variante, aber ja. Ich attackiere mal die Rebellen, weil ich glaube, das ist die sicherste Variante, was das betrifft. Eins. Moment, kann er mich nicht vernichten? Das hat einen Schuss, das hat auch einen Schuss. Okay, na, dann hat er keine Chance, mich zu vernichten. Weißt du was? Dann bin ich mal ganz böse und gehe auf einer O2-Ding. Bin ich ganz böse. Vielleicht kann ich sie ja ersticken lassen. Ist auch eine Möglichkeit. Alle Gegner ersticken lassen, etc. etc. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man einfach einen Gegner platt macht. Und ich warte jetzt einmal, weil im Moment brauche ich nicht einmal irgendwas da. Ich konnte jetzt, weiß ich nicht, aufs Klo gehen, mir was zum Essen machen. Das war, will alles kein Problem darstellen. Der Kampf ist schon gewonnen. Es wird noch schwieriger, also deutlich schwieriger. Mein großer Vorteil ist, dass ich jetzt im Moment schon zwei Schilde habe und ja. Achso, Moment, das können wir uns vielleicht sogar anschauen. Du, geh da einer. Ja, da können wir zum Beispiel jetzt einer Health stechen und so, aber jetzt sind sie schon down, also, ja. Soll ich es beklauen jetzt noch, oder nicht? Ah, einmal evil oder nicht? Haha.
Ich soll jetzt probieren. Wir sind noch am Anfang, also probier es. Ich bin böse. As you jump away, you crack it open and discover nothing more than vaccinations for a local plague. Na, ich bin böse. Heißt, das hat mir nichts gebracht und ich habe was nicht so Schönes gemacht. Okay, und ja, wie ihr sehen könnt, müssen wir da ganz zum Schluss dahin. Ist logisch, irgendwo. Und ja, da gibt's verschiedenste Wege. Also, ja, ich persönlich bin mehr Fan von den roten Dinger, aber ja, schauen wir mal. Ich gehe zuerst einmal zum Engie Controlled. Das gefällt mir meistens am besten, weil die Engies sind super außerirdische, weil es gibt verschiedene Rassen auch in dem. Also jetzt gerade im Moment haben wir nur Menschen. Ziemlich häufig und uninteressant. Aber ja, es gibt noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 andere Rassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel es tatsächlich gibt. Aber ja, wird schon funktionieren. Die Sache ist die. Wohin? Macht nicht viel Unterschied. Springen wir da her. Ja? Oh, improve my Reaktor vor ein bisschen was. Ja, klar. Das tun wir. Cool. Gefällt mir. Distress Signal. Okay. Da springe ich meistens hin. Außer, ich bin schon voll irgendwie. Ja? Oh. Schau, siehst, der Engie hat zum Beispiel ein großes Problem. Er müsste sein Treibstoff ausgegangen. Und ja, jetzt suchen sie gerade jemanden, der einer so glücklich ist und Apps hergibt. Und ja, für das 30, das ist definitiv wert, weil man konnte es auch bei einem Store kaufen. Ich glaube, pro Stück 3 oder so, 3 Scrap, was deutlich besser ist als wie 30. Okay. Truly a sight to behold. Okay, nothing. Passiert auch manchmal, dass es solche Dinger gibt, da wo einfach nichts ist. Oh. Das kann voll schier ausgehen. Aber ich probier's. Au! 4 Damage to your hull. Aber ich krieg ein bisschen Ding. Brennt irgendwas? Weil das kann auch manchmal passieren. Oder ein Loch im Schiff. Muss man dann so schnell wie möglich reparieren. Wäre zumindest sehr. Da kann ich nicht hinspringen. Das würde meinen eigenen Tod bedeuten. Dann machen wir es nicht. So gerne ich Leuten helfen würde, geht das nicht. Das ist gut. Repair 5 Damage, okay. Weil normalerweise kostet eine Reparatur 3 pro Stück, was nicht schlecht ist. Ja, was braucht man denn? Zwei. Save them. Rescue a store. Okay, sure. Questmarker ist da. Das geht sich sogar aus. Wenn ich da springe. Ja, das ist gut. Das tun wir. Rescue the Space Truck. Okay. Was haben wir noch? A Combat Drone, a Missile. Ach Gott. Ja, Full Power gegen die Missiles. Weil, wie ihr sehen könnt, können Raketen durch Schilder durch, was sehr, sehr, sehr ärgerlich ist. Weil, ja, das ist halt so. Bin schon bereit mit der Missile, dass ihr auf das nochmal feuert. Weil ich kann nicht mehr Schaden nehmen. Das tut nicht. Ist das gehört? Ich habe ein Loch eingeschossen ins Schiff. Ich sollte demnächst einmal meine Kamera aufwerten oder so. Oh, 5 Hull Points repaired. Nice. Okay. Und ja. Jetzt sind wir sogar bei einem Shop. Okay, das gefällt mir.
Vulkan, das kaufe ich mir garantiert. Cloak, boah, so viel gute Sachen da herin. Okay, das gefällt mir. Ja, da kann man übrigens auch sehen, wie viel das alles kostet. Also, oh, so ein Ding würde 3 kosten und 6 und 8 und so weiter. Man kann auch seine Sachen verkaufen, was ich auch wahrscheinlich tun werde. Zumindest die Defense Drone, dass ich das Vulkan-Ding kaufe, weil das ist so ein gutes Ding. Das kann, allein diese Waffe kann so viel Sachen vernichten. Leider bin ich noch nicht komplett equipped für das, dass ich es auch ordentlich verwenden kann, aber ja, wird schon funktionieren, wird schon funktionieren. Soll ich noch was verkaufen? Na, Hull-Laser Mark II ist eigentlich nicht so gut. Required 3, Power ist 3, das gefällt mir nicht. Hull-Smasher, wenn man nichts Besseres hat, gut. Dann, ja. Gut finde ich es nicht. Was ist? Fliegen wir weiter. Weil im Moment kann ich nicht viel anfangen. Ah? Secure the Cage, glaube ich. Ich könnte Booby Trap machen. Das würde bedeuten, dass die Rebellen, die was da hinter mir her sind, um Ansprung verzögert werden. Heißt, sie verfolgen mich nicht so schnell. Aber ich will gern das Zeug da drinnen haben. Ist im Moment ein bisschen wertvoller. Okay. Das nächste Upgrade ist übrigens das da. Geh auf Weapon Control. Weil. So viel Stores? Wow. Das bringt mir nichts. Das ist die Sache. Also mach es schnell. Ja. Heavy Laser Mark II. Gut. Repair Burst. Oh, cool. Pike Beam, okay. Ja. Scrap Recovery Arm. Das konnte Shield Charge. Wow, das konnte ja beides gut sein. Und Drone Control. Oh. Das sind aber coole Sachen dabei. Okay, das System Repair brauche ich sowieso nicht. Weil das ist auch eine Drohne. Ah, 4 noch. 4 Scrap. Kann ich irgendwo 4 Scrap auftreiben? Ganz schnell. Was kann ich noch verkaufen? Wenn ich den verkaufe, bin ich im... Das kann ich auch nicht so wirklich verkaufen. Obwohl, ich könnte. Weil, du hättest eben nicht Vulkan auf. Ja, weißt was, ich verkauf's. Und tu dafür Scrap Recovery Arm. In the long run, also mit der Zeit wird sie das auszahlen, die 50 jetzt ausgeben. Ich habe jetzt nur ein bisschen potenziellen Schaden von meiner Seite aufgeben, dass vielleicht es gut geht. Ah, kein Geld. Sonst hätte ich den Pipper-Look garantiert gemacht. Weil es sind zwei Außerirdische, und der ist super gut, der ist auch super gut, aber der ist besser. Warum der billiger ist, verstehe ich überhaupt nicht, aber okay. Na gut, hilft nichts. Next Sector. Sultan Home. Okay, zu Homeworlds fliege ich ganz gern. Aber ich habe ein Problem. Nur noch 4. Ja, müssen wir uns was überlegen. Wow! Einfach so, ein Geschenk. Das ist aber cool. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir demnächst ein bisschen Fuel kriegen. Also die nehmen jetzt jede Fuel-Ding an. Reicht das? Ja. Auf O2 verzichte ich mal vorerst. Also auf Luft. Okay. Ah, jetzt nehmen wir. Achso, man kann auch gut erkennen, wann es soweit ist, dass die Leute ersticken. Weil, ja, wenn das rot da wird, beziehungsweise wenn da, ja, nahe Null wird. Anzuwenden. Oh, oh. Sie wollen die Rakete feuern. Ist nicht gut. Ah, okay, rechtzeitig. Ja, ich werde jetzt einfach abwechseln. Also zwischen
dem und dem. Na, abwechseln, habe ich gesagt. Ja, ich hab's mir gedacht. Die Rakete ist schon wieder online. Yes, okay. In dem Fall lasse ich euch leben, weil es mir 5 Fuel geben wird. Für mein FTL Drive. Zufälligerweise heißt es nämlich so. Oh, it's quiet. Okay, nichts. Soll da manchmal passieren, dass nichts passiert? So wie das. It's rather beautiful here. Ja, und da kann man einen super großen Unterschied sehen, was so ein Nebula ausmacht. Also, wie viel, dass die Rebellen dir nachverfolgen, beziehungsweise im Gegensatz zu, wenn man zu irgendeinem normalen springt, so wie dem da. Ich will einer was geben, aber ich kann nicht. Oder kann ich? Ich riskier's, wir sind noch am Anfang. Ist der Shop? Nein. Okay. Schlecht. Dann gehe ich jetzt so nahe wie möglich zum Exit. Und hoffe. No fuel. They refuse all hails. Okay. Ah? Sie wollen wir abhauen? Sie könnten mich vernichten sogar. Wenn sie wollen. Wenn sie wirklich wollen, könnten sie das. Witzig. Was tun wir da? Was ist das eigentlich? Defense Drone Standard, oder? Und Anti-Combat. Gefällt mir nicht, was da der Gegner hat. Ich muss es abhauen lassen. Es hilft dir nichts. Und wenn möglich Schaden verringern. Ha, lol. Gott, really? Kein Glück heute. Schaut nicht gut aus. Ach, sie wollen mein Schild down kriegen und das ist nicht gut. Mein Schild ist down. Könnt ihr es nicht schneller abhauen? Das war sehr, sehr cool. Aber der kann doch eben nicht reparieren. Freunde, was das ist? Ah, sehr gut. Oh, O2 ist down. Das muss ich reparieren. Oh, fuck. Jetzt brennt es auch noch. Und Türen sind down. Okay. Da müssen wir jetzt gemeinsam zusammenhelfen. Das ist zwar löst das Feuer. Schneller. Autsch. Wollen die Gegner nicht abhauen, langsam? Okay, sie hauen ab. Alles ignorieren, Luftzufuhr wiederherstellen. Oh, der Raum ist schon tödlich. Luft wird wiederhergestellt. Okay. Gut, reparieren wir es. Auwe, das war jetzt nicht cool. Okay, du geh einmal heilen dabei. Du reparierst die Tür. Oder, geh auch heilen. Jetzt Tür. Kirby ist ja noch gut drauf. Hilf bei der Tür mit. Wechseln. Wechseln. Okay, und return. Huh, okay, wir haben es überlebt. Viel zu viel Schaden genommen. Das war nicht cool. Okay, zuallererst. Da haben wir eins, eins. Dass ich den Vulkan aktivieren kann. Aber, wir haben kein Fuel. Heißt, wir müssen warten. Ich schalte gern das Distress Beacon an. Und hoffen, dass etwas passiert. Duh.
15 für 5, ist ein guter Deal. Na, das ist sogar ein guter Deal. 15 für 5 ist wie ein Shop-Price. Das kaufe ich. Oma! Das ist mir auch noch nicht passiert. Okay. Arschloch. Aber gut bewaffnet, Wahnsinn. Ja, da hätte ich jetzt den Kampf verloren. Garantiert sogar. Aber jetzt können wir mal zum Glück wieder springen. Ach, nichts Besonderes. In Danger? Intruders on board. Oh, das ist schlecht. Okay. Das ist sehr schlecht. 1, 2, 3. Oh weh. 3 Mantis. Können sie. Indirekt können sie durchbrechen. Das gefällt mir nicht. Na, da muss ich Full Power. Was andere hat im Moment nicht viel Sinn. Das aber gegen dies gingen. Das Ärgerlichste. Ja, das wird noch problematisch. Ah, gerade noch überleben. Na! Weg du! Er hat überlebt, aber wir können das Vulkan nicht aufrechterhalten. Ich muss die Dinger loswerden, die sind sehr ärgerlich. Wow, okay, jetzt ist schon schwieriger geworden, das Spiel. Wollt ihr es? Ja, sie wollen im Mad Bay kämpfen, das ist sehr gut. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich kann da drinnen nicht verlieren. Okay, du fang an, das reparieren. Okay, wir haben mal das Schwierigste überlebt. Das Problem ist die Ionenbombe. Wenn dieser mal das Schild treffen sollte, dann wird das ein riesiges. Was tut der eigentlich da? Fuck, er sollte das Schild treffen. Engi sind keine guten Kämpfer. Nur so nebenbei. Oh, ich komme wieder. Okay, Vulkan, fang an. Do your thing. Okay, and return to positions. Okay. Ihr habt das noch gar nicht erklärt. Der Vulkan ist ein Chain Laser und der wird immer schneller mit jedem Schuss, den er macht, bis er irgendwann einmal ausgemaxt ist. Was demnächst einmal passieren sollte, und dann kann er einfach durch ein Schild durchfriesen. Das passt dann. Ich glaube, jetzt ist er Max. Ja, pum, pum. So schnell können wir uns gar nicht sagen. Deswegen ist das auch so eine gute Endgame-Waffe. Das frisst du einfach Gegner. Mit genügend Zeit. Natürlich. Trotzdem war das gerade zu schwierig. Irgendwas mache ich falsch. Okay. Ist zwar geht's nochmal heilen. Für den Fall, dass da nochmal so ein Großaufangebot von Mantis-Kollegen kommen. Sind nämlich die besten Kämpfer im ganzen weiten Weltall. So ein kleines Problem ist. Refueling? Nice. Ich probier's. Ich brauch's. Okay. Ich hab's gestohlen. Okay. Haha.
Abandoned Sector. Übrigens, das hätte ich ja noch nicht erwähnt. Ich spiele das Ganze gerade auf an DLC, also ich glaube, das heißt Advanced Edition. Und da ist eben der Abandoned Sector dazu gekommen, was ja, wo eben Lanius wahrscheinlich dabei sind. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Viel Spaß haben, aber trotzdem Spoiler Alert. Okay, jetzt muss ich mal was überlegen. Was brauche ich jetzt? Allies. ASB Allies. Nice. Okay. Anti-ship battery is firing on a number of Lanius ship. Welp. Okay, das ist nicht so tragisch. Well. Da, die Anti-ship battery von dem Target meiner Gegner. Ah, really? Na, gemeinsam. Schnell reparieren. Das soll wir durchbrechen, die frechen Hundling. Brauche ich ein bisschen Schüdel. Das reparieren auch ja. Hat im Moment nicht sehr viel Sinn. Kann ich durch ein Schild durch? Endlich. Jetzt das. Sehr gut. Das war schwierig. Okay. Verschwind mir lieber. Aber bevor wir verschwinden, Reinhard, Allison. Na, nur die zwei. Die ist da reparieren. Ah. Zuerst versammeln, dann reparieren. Weil, ja, das ist Danger Zone. Wie schnell die Health da droppt, ist ziemlich ungesund. Aber zum Glück können wir es wieder heilen. Dank des Madbase. Das war übrigens das Türsystem. Kamera, also dass wir was sehen. Sensoren, auf Englisch, aber gut. Und ja, ich glaube, der Rest ist ziemlich selbsterklärend. Ich glaube. So, das Problem ist, das da links oben. Das gefällt mir nicht. Lanius Bomber. Okay, ich probier's. Oh, no. Mind Control. Mit Halbert und Ion. Och. Ich glaube, ich bin tot. und Alanius, der was mich besuchen kommt. Oh, das kann echt problematisch werden. Abhauen. Gemeinsam bekämpfen. Schild ist down. Ja, ich bin tot. So fix einer. Gemeinsam helfen. Und ja, da ist. Okay. Das ist ein bisschen anders verlaufen, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Damals ist das. Ich habe schon ein paar Mal gewonnen, auch auf normal auch, glaube ich. Ich glaube mit anderen Schiffen halt. Da steht überall easy. Ah, da, zum Beispiel. Normal mit Bravais oder sowas. Aber ja, es ist ein schwieriges Spiel. Auf jeden Fall gibt es auch da verschiedene Achievements. Und ja, ich hab schon fast alles. Aber trotzdem bedanke ich mich somit bei euch fürs Zusehen. Das werden wir jetzt so alle, weiß ich nicht, jede Woche, vielleicht jeden Sonntag, je nachdem wie jetzt das mit Super Mario Maker ausschaut, ob ich da genügend Dinge habe oder nicht, kommt immer davon. Vielleicht mache ich auch bei Super Mario Maker in näherer Zukunft einmal ein eigenes Level, aber trotzdem sage ich schon mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fertig.